Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Blau-Gelb TV. Zu Weihnachten habe ich einen Dörrautomaten bekommen. Und das ist er, der WMF Snack to Go Mini. Der WMF Mini Snack to Go besteht aus 7 Teilen. Erstens dem Deckel und 5 dieser Auflagegitter, Lochgitter, auf denen die einzelnen Trockenelemente aufgelegt werden. Äpfel, Birnen und so weiter. Wobei ich eines dieser Siebe zum Säubern weggelassen habe. Und natürlich dieser Hauptkonsole zum Steuern und zum Einstellen der Temperatur. Wie funktioniert das Gerät? Nun, hier vorne ist ein kleines Bedienfeld, auf dem Zeit, Temperatur eingestellt wird. Also schalten wir erst einmal das Gerät an. Wie Sie sehen, geht, wenn ich hier drauf drücke, die Maschine an und aus. Unter dem An- und Ausschalter befinden sich mehrere Knöpfe, unter anderem zum Einstellen der Zeit. Dazu werden hier auf der Seite mit dem Regler, den Sie hier sehen, die Zeit eingestellt, zum Beispiel eine Stunde oder 12 Stunden, 11 Stunden, stelle ich jetzt einfach mal auf eine Stunde. Ist das eingestellt, wird als nächstes auf Set gedrückt, hier unten. Als nächstes springt die Maschine auf die Gradzahl ein, die sich am Rail einstellen lässt, von 30 auf 70 Grad. Und auch im Gegenzug von 70 auf 30. Ist dies geschehen, wird noch ein weiteres Mal auf Set gedrückt. Ist dies wiederum geschehen, wird auf Start gedrückt, was man hier mitmacht, mit der mittleren Taste. Wie Sie hören, beginnt dann die Maschine zu arbeiten. Was zu beachten ist, die Maschine hat einen Selbstausschalter. Hier auf diesen manuellen Dingern, die Sie hier sehen, kommt die einzige Luft raus. Nun können wir das Material mit den Gittern hier drauflegen. Und natürlich den Deckel drauflegen.
Nun sind 12 Stunden vergangen. Sehen wir uns mal an, was auf den Apfelscheiben im Automaten passiert ist. Als erstes, wie immer, den Deckel abnehmen. Und die oberste leere Box. Nun haben wir ein richtig schönes Ergebnis. Richtig viel schöne, getrocknete, weiße Scheiben. Die Scheiben sind nun trocken wie Papier. Große wie kleine Scheiben sind nach 12 Stunden komplett trocken. Ich habe 2 Äpfel in dünne Scheiben geschnitten. Herausgekommen sind dabei diese Apfelringe hier. Dabei lassen sich natürlich auch andere Früchte und Obstsorten schnell und einfach trocknen. Was auch ziemlich lecker ist. Ja, lecker. In der Infobox finden Sie einen kleinen Link zu dem Gerät. Hat Ihnen das Video gefallen? Dann hinterlassen Sie mir einen Daumen hoch. Vielen Dank für das Zusehen und wir hoffen bis zum nächsten Mal. Für Blau-Gelb TV, Jannik Klaas-Winkler.